China undercover, was die Medien verschweigen. China konnte man unmöglich den Chinesen überlassen. Familie Rothschild wurde auf Rothschild, Stichwort, und installierte sich gleich dreimal in das Reich des Drachen. Die Jungs sind überall, ne? Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du. Guck dir mal die Girls an hier, Alter. Und davon war auch dieser Autor hier überzeugt, Israel Epstein. This would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order. Dort kann nämlich niemand mehr kaufen oder verkaufen, ohne das Mal des Tieres bei sich zu tragen. Und seine Zahl ist die 666. Jetzt sind wir endgültig angekommen. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt China Undercover, was die Medien verschweigen. Norman Investigativ. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Nicht groß schnacken hier, Kopf in den Nacken. Peter geht los, meine lieben Freunde. Und los. China-Recherche ist schon mies interessant auf jeden Fall. Shit, was mit 666 und so, oder was? Das ist jetzt miese Recherche. Aluhüte, Freunde, merkt ihr, ne? Willkommen bei Norman Investigativ. Norman! Heute mit einem Special aus China. Zunächst ein kleiner Hinweis für Neulinge. Das hier ist keine ARD- oder ZDF-Sendung und wir sind hier auch nicht bei Arte. Der Inhalt fühl ich? Könnte Ihnen oder euch etwas merkwürdig vorkommen, aber das... Der Inhalt könnte Ihnen oder euch etwas merkwürdig vorkommen. Perfektes Intro für Schwurbelei, ne? Zum Programm, denn ich bin experimenteller und investigativer YouTuber und zeige die Dinge etwas anders als der herkömmliche Medienwahnsinn. Doch zurück zu... Der Typ ist einfach Legende. Thema... China ist mit seinen 1,4 Milliarden Bürgern zu einem Testlabor der Globalisten geworden. Alles, was dort aktuell passiert und umgesetzt wird, erwartet auch uns in naher Zukunft. Darüber werde ich in einem Großteil des Videos berichten. Und ich war in Xi'an, um zu schauen, was es mit diesen mysteriösen chinesischen Pyramiden auf sich hat. Existieren diese Bauten tatsächlich? Und wenn ja, was steckt dahinter? Das erfahrt ihr dann zum Ende des Videos. Beginnen werden wir unsere Reise mit 2 bis 3 Minuten Geschichte und Politik über das Land, um zu verstehen, wie China zu dem wurde, was es heute ist. Alright, Bro, bin ich dabei. Legen wir los. Gänsehaut ein bisschen gerade gehabt bei dem Legen wir los. Um das Jahr 1800 erreichte China seine größte Ausdehnung und beherrschte schon damals 1/3 des Welthandels. Krass. Die Europäer und die USA konsumierten wie verrückt, während die Chinesen immer reicher wurden. Diese Entwicklung musste aufgehalten werden. China konnte man unmöglich den Chinesen überlassen.
Familie Rothschild wurde auf Jeder muss das tun, was er amazing findet. Rothschild, Stichwort, Zweifachlage Aluhut, wichtig. Und installierte sich gleich dreimal in das Reich des Drachen. Die Jungs sind überall, ne? Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Während die Kolonialmächte England, Frankreich, Russland und die USA begannen an den Grenzregionen zu nagen. Gleichzeitig wurden Missionare und Zuflüsterer in das Land geschickt, um Buddha und Konfuzius durch Christus und Karl Marx zu ersetzen. Immer diese Kulturunterwanderung, ne, von den Europäern, das ist so crazy, ja? Die können es nicht lassen, ne? Das haben die in der ganzen Welt gemacht oder versucht. Aber bei einigen haben sie es nicht geschafft. Ich glaube, China hat das nicht so krass mit sich machen lassen, oder? Bin ich mal gespannt, wie es noch weitergeht. Und Konfuzius, heftig. Vor allem, das ist doch so geil, dass jedes Land seine individuellen Charaktere hat, die maßgeblich da auch geprägt haben und so. Warum muss man alles versuchen, zu einer Einheit zu machen? So ein Schmutz. Und die, die sich durch hebräische Heilsbringer nicht beeinflussen ließen, machte man über den Nationalismus scharf für den Brudermord. Crazy. Die fremde Saat ging auf, so dass nach einigen Jahrzehnten Bürgerkriege ausbrachen, während die Briten als größter Drogendealer der Welt das ganze Land in den Drogenkonsum trieben. Ist Norman seine Frau nicht Chinesin sogar? Ich glaube, ich habe da mal irgendwas gehört. Der ist doch oft in China, glaube ich, ne? Über diese Situation konnte das Kaisertum nicht genug kotzen, wie die Briten das chinesische Gold fressen konnten. Und so zersetzte sich das Reich von innen wie von außen und brach im Jahre 1911 nach 2100 Jahren Dynastie in sich zusammen und wurde umgewandelt zur Republik. China-Recherche, ich bin da gar nicht drin. Der Westen versank daraufhin im Ersten Weltkrieg. Es folgte der Zweite Weltkrieg und danach das große Experiment Kommunismus gegen Kapitalismus. Freies Kapital für 1 Milliarde Chinesen, das war den Ressourcenwächtern dieser Welt dann doch zu viel, weswegen die junge Republik China am 1. Oktober 1949 erneut in die Revolution stürzte und von westlichen Helfern kontrolliert in den Kommunismus getrieben wurde. Kontrolliert aus dem Kommunismus heraus durfte China erst wieder unter Deng Xiaoping in den 70ern, wobei nun konsumiert und kapitalisiert werden durfte, bis der Arzt kommt, aber nach wie vor unter der großen roten Flagge und der Einheitspartei Chinas. Also er sagt quasi, dass China nur so geworden ist wegen dem Einfluss von anderen Ländern, die eigentlich China kontrollieren wollten, weil sie Angst davor hatten, dass die zu mächtig werden und dass diese Zustände, die man jetzt in China hat, quasi darauf zurückzuführen sind. Macht auch Sinn, weil die chinesische Kultur im Ursprung auch sehr, sehr, sehr spirituell mal war, ne? Sehr heftig, auch was Medizin angeht und generell spirituelle Praktiken. Ist schon krass. Warum so nochmal 5 Euro? Ich liebe dich, Bro. Ich höre dich oft, auch zum Einschlafen. Ich mag deine ausgeglichene Art. Es würde mich freuen, wenn du so bist und es nicht nur spielst. Nee, ich kann das nicht.
Ich kann nicht faken, Bro. Es war noch nie mein Ding. Dankeschön für dein Feedback. Dankeschön für deinen Fünfer. Liebe geht raus an dich. Also ich versuche natürlich so authentisch wie möglich zu sein. Wenn Kamera an ist, Studiolicht und so, dann ist man immer ein bisschen vielleicht drüber oder so. Aber ich verstell mich nicht oder ich lüge euch nicht an oder so. Weißt du? I swear. Bruder, die Chinesen sind aber auch heftig. Ich hab mir mal Videos reingezogen, auch von den Kids in der Schule und so. Die sind halt richtig so straight. Bam. Guck dir mal die Girls an hier, Alter. Ich küsse euer Herz. Digga, die Girls haben mich geflasht gerade, warte mal. Voll, Digga. That's the Matrix. Gezüchtet, ajo. It's Matrix shit. Nach dem Finanzcrash im Jahre 2007. Das ist aber auch nicht besser. Also ist jeder auf seine eigene Art in der Matrix drin. Also wir sind auch heftig gebrainwashed und gezüchtet. Wurden die Rothschilds erneut aktiv und halfen der Bank of China, sich mit 20% Anteilen in den europäischen Finanzraum einzunisten. Oh shit, da sind sie wieder. Seitdem kaufen die Chinesen über Lucifer. Lucifer steht für La Compagnie Financière Edmond de Rothschild. LCFR, der sagt Lucifer. Yo. Europäisches Hab und Gut nach Gutdünken auf. Der Chef der chinesischen Einheitspartei heute heißt Xi Jinping. Ihm wurde die Ehre übertragen, das Land in die neue Weltordnung zu führen, und dafür wurde seine Amtszeit über eine Sonderabstimmung im Jahre 2018, über das Jahr 2023 hinaus, dem Schaltjahr der NWO, legitimiert. Der ist immer noch am Start, ne? China hat sich gerüstet für die neue Weltordnung, doch wo stehen die Europäer? China ist ein kommunistisches Land. Trotzdem fährt man dort heute Porsche und Maybach, und Luxusboutiquen wie Gucci oder Chanel finden wir in jeder Großstadt, und Teenies tragen gerne Nike Fashion und überhaupt. Seine Gestik, Digga, fühle ich. Identifiziert sich der moderne Chinese mehr über Konsum und Kapital als über Marx und Engels. Das Kapital. Doch wer kontrolliert das Geld der 1,4 Milliarden Chinesen? Und woher kommt es? Hier haben wir eine chinesische und hier eine amerikanische Banknote. Bei den Amerikanern gehört das Geld der Federal Reserve, und die wurde von einigen privaten Bankiers wie den Rothschilds, den Warburgs oder den Goldman Sachs gegründet. Diese Familien hätten angeblich Siegel auf dem Dollarschein hinterlassen, gleich neben dem Siegel Freimaurer, die ebenfalls eine wichtige Rolle am Konstrukt der USA spielen sollen. Obwohl das Siegel älter ist als die Fed und in das Gründungsjahr der USA zurückreicht, meinen einige, das hätte trotzdem was mit den Hintermännern zu tun, und diese Hintermänner hätten sich auch auf der 1-Yuan-Note der Chinesen verewigt. Wer sieht's schon? Wer sieht's schon? Oben rechts. Crazy. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
tatsächlich finden wir auch hier so ein Siegel. Doch wie kommt der Davidstern auf die Währung der Chinesen? Schon weird, ne? Rückblick. Nachdem die Qing-Dynastie im Jahre 1911 zusammenbrach, wurde es von den Siegermächten in 5 Regionen unterteilt. China bekam eine Flagge mit 5 Streifen und nannte sich von nun an Republik. Die Situation war zu vergleichen mit der Aufteilung des Deutschen Reiches, wobei der dreigeteilte Westen ebenfalls zu einem Bund vereinigt wurde. Während man Deutschland nach dem Krieg befriedete, war man mit der Revolution in China noch nicht fertig. Niemand von den 5 Zonen war zufrieden mit dem, was er hatte. Jeder beanspruchte ganz China für sich selbst. Und davon war auch dieser Autor hier überzeugt, Israel Epstein. Israel war ein überzeugter Kommunist, dessen Familie nach China auswanderte, um dort den marxistischen Traum zu leben. Israel wurde Chinese und trat der Kommunistischen Partei bei. Als überzeugter Kommunist lebte er zeitlang auch an den Schauplätzen New York und London und schrieb Artikel für die New York Times, weil überzeugte Kommunisten das so tun, und wurde dann auch noch zu einem der wichtigsten Berater Mao Zedongs und half ihm mit westlicher Unterstützung, die unfertige Republik China in eine Volksrepublik zu verwandeln. Aber interessante Recherche, ne? Sag ich dir ehrlich. Mao solle daraufhin Israel in das Finanzministerium gesetzt haben, das neue Geldscheine druckte. Und so solle der Davidstern auf den Yuan gekommen sein. Munkelt man. Munkelt? Man munkelt das nur. Freunde, ist nur eine Theorie. Bleibt cool. Es ist nur eine Theorie. Ähnlich gemunkelt wird auch über den amerikanischen Staatsgründer Washington, der einen finanziellen Unterstützer namens Haim Solomon hatte, und dieser solle hinter dem Davidstern auf der Dollarnote stecken. Alles Theorien. Das schreibt zumindest die J-Space News. Haim Solomon, der Mann ich küsse deine Zähne. Naturabenteuer-Tipp 2 Euro. Auch wichtige Recherche, weil es einfach kaum jemand von uns weiß. Ja, Naturabenteuer, ich küsse dein Herz. Danke für deine 2 Euro und danke für den Hinweis. Hast du recht? Kurz eine Faust rein, komm. Stark. Des David Sterns auf dem Dollar. Die Numismatic Bibliomania Society berichtet von einer Version, wie das Symbol auf die Dollarnote kam. Dies wurde von George Washington angeordnet, der als Haim Solomon einen wohlhabenden Philadelphia-Juden fragte, was er als eine persönliche Belohnung für seine Dienste für die Kontinentalarmee wünschen würde. Solomon sagte, er wolle für sich selbst, aber er hätte gerne etwas für seine Leute, so wird erzählt. Der Davidstern war das Ergebnis. Wie auch immer, der Dollar wird bald abtreten und der Yuan immer mächtiger. Und der Stern der Weisen braucht gar nicht nach China rübergereicht zu werden, weil er dort schon vorhanden ist. Yuan. Der Stern, da ist er wieder, der Nomen. Der Weisen. Geldgeber. Rein zufällig schmückt er den Dollar. Rein zufällig schmückt er auch den Yuan. Und er schmückt das Wappen meines Heimathafens Hamburg. Also ich weiß nicht, ob das alles der gleiche Stern ist, aber das spielt auch keine Rolle, denn der Dollar spielt bald keine Rolle mehr. Als Reservewährung wird er abgelöst. Seinen Platz einnehmen werden nicht etwa die Chinesen. Nein, so funktioniert das Spielchen nicht. China
wird bestenfalls ein Teil der neuen Weltwährung, so wie China nur ein Teil der neuen Weltordnung sein wird. What sort of a financial Soros, ey, yo. Deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order. Du Arschloch! A national world order. Wir schreiben das Jahr 2009 und der hier ist Soros, einer der gefährlichsten Strohmänner der Welt. Ist so. Wird viel zu wenig drüber geredet. Er meint, man sollte China in die Gestaltung einer neuen Weltordnung, speziell einer finanziellen Weltordnung, mit einbeziehen. Dazu sei es wichtig, die Chinesen entsprechend ihrer realökonomischen Wertigkeit im internationalen Währungsfonds richtig und somit höher einzuordnen. Der Befehl der Globalisten kam an und wurde weitergereicht, sodass zur nächsten G20-Sitzung in Seoul China auf der Tagesordnung stand und eine Reform des Internationalen Währungsfonds nach den Vorstellungen Soros beschlossen wurde. Mittlerweile stecken die alle unter einer Decke weltweit. Die USA unter Obama waren über diese verräterische Abstimmung nicht so begeistert und forderten alsbald den Kopf der Bande. Soros konnten und durften sie sich nicht vornehmen, aber den IWF bzw. Dominik Strauss-Kahn, den Direktor des IWF, und dem wurde eine Sexfalle gestellt. Eine Sexfalle? Davon habe ich schon mal gehört, glaube ich. Hotel, Zimmermädchen, Blowjob, welcher Mann konnte schon widerstehen und tja, welcher Mann könnte da widerstehen, Freunde? So tappte er in die süße Falle und kam noch rechtzeitig was denn da als einblendet? An, wo er direkt aus dem Flugzeug abgeführt wurde. Es folgten Knast und Demütigung. Warte mal kurz, aber was meint er denn mit Sexfalle? Also wie haben die denn was jetzt? Am 26. März 2012 leitet die französische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Strauss-Kahn ein. Er stand im Verdacht, bei gesponserten Sexpartys an bandenmäßiger Zuhälterei beteiligt gewesen zu sein. Oh shit, jetzt. Sexskandal. Dominik Strauss-Kahn im Callgirl-Sumpf. Der Mann, der sich nicht schämt. Der Mann, seine neuen Freundin, will ihm an die Gurgel. Für viele Frauen ist er eine Persona non grata. Jetzt soll ihm der Prozess wegen Zuhälterei gemacht werden. Dominik Strauss-Kahn. Trotzdem wagt sich der Franzose langsam wieder in die Öffentlichkeit. Yo. Strauss-Kahn will 1 Million von Zimmermädchen. Dominik Strauss-Kahn hat das Zimmermädchen Diallo auf 1 Million Dollar verklagt. Mit der Zivilklage wegen der angeblichen Vergewaltigung soll sie bösartig und mutwillig falsche Anschuldigungen gegen den Ex-IWF-Chef erhoben haben. Ach krass. Und der hat ja jetzt gesagt, dass der Obama nicht begeistert war von dieser Aktion mit Soros und so und dass das dann ein Setup war mäßig, weißt du? Set it up, man, Alter. Es folgten Knast und Demütigung auf der Gefängnisinsel von New York und dort trat er als Direktor des IWF auch zurück. Nachdem die USA der Welt gezeigt hatten, was sie von den Chinesen und ihren Fürsprechern hielten, stellte sich Obama stur wie Trump und blockierte den IWF. 2014 platzte den G20-Hosenanzugträgern dann endgültig der Kragen. Sie drohten den USA, die IWF-Reform zugunsten der Chinesen endlich durchzuwinken, sonst würde man meutern. Erst 2016 gaben die Amerikaner widerwillig nach und verhalfen den Chinesen über den IWF zu mehr Macht. China, volltrunken im Rausch der Beförderung, begann daraufhin sich und sein Geld als neue Weltwährung zu feiern. Die neue Weltwährung. Sie wird kommen, aber die Chinesen sollten sich nicht zu früh freuen, denn ihr Geld wird die Reservewährung ganz sicher nicht ersetzen. Die neue Weltwährung wird eine Gemeinschaftswährung des IWF und darin wird China seinen Anteil haben. Ja. Thank you.
SZR, international bekannt auch als SDR, ist eine künstliche Währung und steht für Sonderziehungsrechte. Die SZR kann man sich als Währungskorb vorstellen, der nun auch mit chinesischem Geld gefüllt ist. Kenne ich gar nicht bis jetzt. Anders als die aktuelle Weltwährung Dollar sind die SZR gegen Währungsturbulenzen resistent, weil Belastungen durch einzelne Länder, durch international gestreute ausgeglichene Währungsanteile abgepuffert werden. So wie der Euro damals. Abpuffern kann der Dollar schon lange nicht mehr, weil die Golddeckung aufgehoben wurde. Gehen die USA pleite, geht auch der Dollar pleite, was zwangsläufig zu einer Weltwirtschaftskrise und zum Kollaps der internationalen Märkte führen könnte. Diese Hintergrundmucke, ne? Manchmal richtig episch und manchmal passt gar nicht. Aber da sind so einige Kandidaten am Start, die das machen mit der Mucke. Ersetzen den Dollar gegen SZR, kann eine Staatspleite der USA wie eine Insolvenz abgewickelt werden, ohne dass die übrigen Staaten mit in den Ruin gezogen werden. Das ist aber nicht der Grund, warum sich die Amerikaner so vehement gegen die Chinesen gewehrt haben. Der Grund ist, der IWF vergibt auch Kredite an notleidende Staaten und kann darüber Druck und politischen Einfluss ausüben. Ein Machthebel, den die USA als größter Eigentümer des IWF nicht so leicht aus den Händen geben wollen. Nun sind die Chinesen mit im Spiel und spätestens bis zum Jahre 2030 wird China die USA als größte Wirtschaftsnation der Welt überholt haben und den IWF dominieren. 2030, jo. Meint ihr, das klappt? Meint ihr, das wird so sein? Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich glaube, China ist auf jeden Fall vorne mit der Nase vorne, was Entwicklung angeht und was Macht angeht. So, weißt du? Also Entwicklung auf jeden Fall. Bro. Wenn du guckst, im Westen geht ja alles eher runter, weißt du? Was diese ganzen Sachen angeht. Auch die Gesellschaft. Geht ja alles mehr oder weniger den Bach runter gerade. China ist ein Glücksfall für die Globalisten. Hier leben über 1,4 Milliarden gleichgeschalteter Konsumenten. Und ja, Mann, 1,4 Milliarden gleichgeschaltete Konsumenten. Yo. An denen lassen sich Thesen der neuen Weltordnung nicht nur erproben, sondern auch relativ einfach umsetzen. Umgesetzt wurde in China bereits der bargeldlose Zahlungsverkehr. Cash kennt der Chinese kaum noch und mit Kreditkarten zahlen sie auch nicht mehr. China ist da schon einen Schritt weiter. Dort kann nämlich niemand mehr kaufen oder verkaufen, ohne das Mal des Tieres bei sich zu tragen. Und seine Zahl ist die 666. Jetzt sind wir endgültig angekommen. Wie meinten der das jetzt? Haben die Chips drin oder was? Nein, nein. Wie bezahlen die denn? Mit Handy, oder? Mit Barcodes, oder? Kein Scherz. WeChat, mit WeChat und so können die auch da zahlen. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Oh shit. Die Zahl 666 und das Mal des Tieres. Verschwörungstheoretiker meinen, es handelt sich hierbei um den Barcode, der mittlerweile an jeder Verpackung zu finden ist. Yo, jetzt kommt der dritte Aluhut oben drauf, ne? Sie befürchten, dass auch die Bürger bald mit so einem Code rumlaufen müssen, ohne den sie weder kaufen noch verkaufen können, wie es in der Prophezeiung steht. In den Medien wird die Sache verspottet.
Man macht sich wie immer lustig über solch obskure Verschwörungstheorien. Doch genau diese Verschwörungstheorie und die Befürchtung der Verschwörungstheoretiker wurde in China umgesetzt, ohne dass es hier besonders erwähnt wurde. Dort kauft und verkauft man nur noch über einen Barcode, mit dem man sich oder sein Ladengeschäft identifiziert. Bargeld wurde dabei fast vollständig verdrängt. Ich konnte mich über den Barcode im Hotel einbuchen und meine Rechnung bezahlen. Beim Bäcker nebenan kauften wir uns etwas Gebäck mit dem Code und in fast jedem Restaurant scannten wir uns direkt am Tisch über den Code in das Menü und in die Bestellung hinein und bezahlten sogleich über den Code. Barcode auch am Flughafen. So geht Duty Free heute in China. Aber auch in westlichen Geschäften wie Burger King oder H&M geht nichts mehr ohne den Code. Ich war schockiert, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, ne? Und du kannst ja jetzt mittlerweile bei Zara und so jetzt auch kannst du deine Klamotten einfach in eine Tüte nimmst du runter an die Kasse und dann scannst du den Shit selber und dann bezahlst du da und so. Also es gibt keine Kassierer mehr, richtig. Es gab nur noch eine Schlange mit Kassierern, der Rest musst du selber machen. Und was ich noch mehr geschockt hat, war, du musst die Kleidungsstücke einfach nur in der Nähe von die Kasse halten und die Kasse erkennt die Kleidungsstücke. Boom. Und dann machst du noch selber deine Dings ab. Diese Safety-Dinger, die da machst du selber jetzt. Ich war schockiert. Ich war nur anderthalb Jahre weg. Wo ich weggegangen bin, war das noch nicht so. So 2 Jahre war ich weg. Das ist crazy. Und dann, wir haben uns ja auch das Video reingezogen mit dieser biometrischen Bezahlung bald und so, dass du auch gar nicht mehr richtig eigentlich an die Kasse gehen musst oder so, sondern der Laden schon erkennt, welche Produkte du mitnimmst und du steppst dann einfach nur noch raus und es wird dann von deinem Bankkonto abgezogen. Sogar den Bettlern auf den Straßen wurde der Barcode um den Hals gehängt, damit sie ihre digitalen Almosen empfangen können. Was? Echt? Dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen. Nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und seine Zahl ist 666. Doch was hat das Ganze mit 666 zu tun? Nun, hier haben wir einen Standard-Barcode, der an jedem Produkt in jedem Supermarkt der Welt zu finden ist. Der Standard-Barcode orientiert sich dabei an 3 Strichcode-Definitionen. Code A, Code B und Code C. Diese 3 Codes sind identisch, nur dass Code B und C gespiegelt sind und Code A zu Code C invertiert wurde. Bro, what the fuck? So negativ, die miese Code-Recherche, dargestellt wird. Betrachten wir die 3 Sets genauer, so erkennen wir, dass durch einen Doppelstrich ausschließlich und nur die Zahl 6 kodiert ist. Wir können die Striche dabei drehen, spiegeln oder invertieren, wie wir wollen. 2 Striche bedeuten immer die Zahl 6. Okay. Da jeder Barcode durch 3 Doppelstriche getrennt ist und die Doppelstriche jeweils die Zahl 6 bedeuten, ist in jedem Barcode die Zahl 666 kodiert. Ja. Die Abschaffung von Bargeld habe ich ja noch verstanden, aber der Barcode am Körper der Bettler,
Das fand ich schon unheimlich, aber so... Das ist krass. ...ist die Situation in China. Fragt bitte eure chinesischen Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen, die werden euch das nochmal bestätigen. An den Chinesen wird aber noch mehr erprobt als der Barcode, weil sie es mit sich machen lassen. Der nächste Schritt ist eine Totalüberwachung zur Bewertung und Klassifizierung der Bürger für eine perfekte Orwellsche Zukunft. Hi there, how you doing? I am wonderful. I am so sorry, that flight is cancelled. In der Serie Black Mirror, Season 3, Episode 1, kann eine Frau ihren Flug nicht antreten, weil der Computer ihr den Zugriff verweigert. Der Grund? Sie hat ein zu geringes Rating. In dieser dystopischen Zukunft ratet jeder jeden über ein Punktesystem und daraus ergeben sich Privilegien oder Verbote, wie zum Beispiel, dass einem der Zutritt zu einem Flug verweigert wird. Wer glaubt, dass wir in der Zukunft sowas haben, also dass wir diese Zustände haben, dass du quasi aufgrund von deinem Social Score, von deinem Rating gewisse Dinge nicht tun kannst? Eins in den Chat. So ein Score, Digga, stell dir mal vor. Dann, wenn das der Fall ist, dann hoffe ich, dass ich schon meine einsame Insel irgendwo in der Karibik irgendwo habe. Love Gang Island. Und da sind wir halt gesaved von dem Shit, weißt du? Und da machen wir unsere eigenen Regeln und Gesetze. Und davon so wenig wie möglich. In China wurde so ein Punktesystem für Bürger bereits eingeführt und soll bis zum Jahre 2020 landesweit umgesetzt werden. Das gibt's in China jetzt schon. Gibt's das? Social Scoring System der herrschenden kommunistischen Partei China in der Volksrepublik China. Die chinesische Gesellschaft soll durch Überwachung und im Internet öffentlich einsehbare Punktestand zu mehr Aufrichtigkeit im sozialen Verhalten und politischer Loyalität erzogen werden. Gibt es in China Social Credit Score System? Der Sozialkreditsystem China vergibt Kreditpunkte an Privatpersonen, Unternehmen und staatliche Stellen, die auf ihrer Vertrauenswürdigkeit basieren. Ein schlechter Kreditscore bringt Nachteile mit sich, wie etwa einen eingeschränkten Kreditzugang oder... Ja, okay. Das ist krass, Bruder, ja. Wo gibt es Social Scoring? Chinesischen Sozialkreditesystem. Ich meine, das gibt es ja bei uns auch schon bei Unternehmen, ne? Den sogenannten, wie heißt der Score nochmal? ESG-Score. Da geht es auch genau in die Richtung. Du musst gewisse Agendas vertreten, du musst LGBTQ supporten und diese ganzen Sachen machen. Mal hier und da jemanden nehmen, Jungs innen als Werbung benutzen und so, dann kriegst du einen besseren Score. Ukraine-Flagge schön drauf auf die Produkte, da kriegst du auch einen besseren Score. So. ESG. Einkaufsverhalten, Zahlungsmoral, soziales Auftreten, Essgewohnheiten, ja sogar richtige oder falsche Freunde gehen in die Bewertung mit ein und machen einen zu einem guten oder zu einem schlechten Menschen. Ähnlich wie in der Serie. Das ist halt krass, die hacken sich auch überall rein in China. Weißt du? Die können ja, die lesen ja auch die Chats. WeChat ist ja direkt. WeChat benutzt einen Großteil der chinesischen Bevölkerung und in WeChat kannst du halt auch alles machen. Du hast da eine Bezahlungsmethode, Chatmethode, Geld überweisen, Spiele spielen, bla bla bla. Also du kannst in einer App quasi alles machen. Da haben wir uns auch mal ein Video zu reingezogen. Und die werden ja hundertprozentig überwacht, also jede Nachricht. Manchmal, es gab mal, die haben da ein Beispiel gezeigt, da hat einer an seine Schwester im Ausland irgendwie eine Nachricht geschickt oder so und dann haben die Nachricht gelöscht und einmal ist jemand in den Knast gekommen wegen einer WeChat-Nachricht auch, weil er sich lustig gemacht hat über die aktuelle Regierung. Wild. Kann einem Bürger mit schlechter Punktzahl dann der Flug verweigert werden oder ihm drohen andere soziale Nachteile. Der gläserne Mensch, eine Forderung der NWO, ist heute schon Realität in China.
Crazy. Dann wirst du schön verurteilt von den anderen Menschen. Yo. Alter, und wenn sowas in Deutschland kommt, dann kommt das richtig gut an. Glaub mir das, so wie in Corona-Zeit. Was, du hast keine Maske? Wir sind eh so geil im Bevormunden, weißt du? Symbole auf Geldscheinen, Barcode, gläserner Mensch. Mit Verschwörungstheorien sind wir in China noch lange nicht am Ende. Da ist noch viel mehr. Zum Beispiel sollen dort riesige Pyramiden existieren und die Regierung würde das verheimlichen. Jetzt geht's los, Digga. Gut, dass ich rein zufällig in der Nähe war und diesen Mythos überprüfen konnte. 1945 soll ein amerikanischer Pilot namens James Gaussmann die chinesischen Berge um Xi'an umflogen haben. Dabei sei ihm eine riesige weiße Pyramide mit einer Kantenlänge von über 450 Metern aufgefallen. Später korrigierte er den Wert auf rund 300 Meter. Fotos konnte er damals nicht machen, aber etwas spätere Aufnahmen zeigen tatsächlich eine Art weiße Pyramide, die starke Verwitterungsspuren aufweist. Auf noch späteren, modernen Aufnahmen erkennt man, dass die Pyramiden ganz offensichtlich begrünt wurden, aus welchen Gründen auch immer. In einigen Verschwörungstheorien heißt es, die Begrünung diene der Verschleierung und Täuschung. Damit die sagen können, es ist ein Berg. Die chinesische Regierung möchte nicht, dass die Pyramiden als solche zu erkennen sind. Eine Recherche auf Google Earth ergab Dutzende Pyramiden rund um Xi'an, aber nur zwei Objekte, die dem alten Schwarz-Weiß-Foto ähneln. Eine Pyramide liegt südwestlich des Flughafens und hat eine Kantenlänge von rund 200 Metern, die andere nordöstlich mit einer Kantenlänge von 350 Metern. Ich habe die größere der beiden Pyramiden aufgesucht. Warum wollen die nicht, dass die Pyramiden gesehen werden? Disconnecten von der wahren Historie, wa? Und so sieht das Ganze vor Ort aus. Da liegt ein Gedenkstein und der bewaldete Hügel dort hinten, das ist die Pyramide. Crazy. Es ist ein enttäuschend unspektakulärer Grabhügel des Kaisers Qin Shi Huangdi, der frei zugänglich ist und von vielen Touristen besucht wird. Etwas näher ran steht auch seine Grabessäule, die den Namen trägt. Norman wild investigativ unterwegs in China. Weiter oben beginnt bereits die Pyramide, die von einem Wanderweg umgeben ist. Man fühlt sich wie auf dem Friedhof, aber das ist es ja auch, das aufgeschüttete Grab eines Kaisers. Und dann beginnt auch schon der Zaun, der das Objekt beschützt. Der Zaun geht einmal drumherum. Ich stolper, Junge. Und überall diese betreten verboten Schilder. Kurz Parallelrecherche nochmal. Einige der Pyramiden von Xi'an sind heute Touristenattraktionen, wie beispielsweise das Hanyangling-Mausoleum der westlichen Han-Dynastie. Als Pyramiden von China werden chinesische Mausoleen bezeichnet, die Form einer Pyramide oder eines Pyramidenstumpfes aufweisen. In der Regel handelt es sich dabei um Erdhügel, die zum Beispiel mit Granatapfel bepflanzt sind. Die Pyramiden von Xi'an können seit einigen Jahren besichtigt werden. Das sind die, die er meinte, ne? Die sagen, das sind irgendwelche Erdhügel, wo einfach nur Granatäpfel drauf gepflanzt sind, oder was, Bro? Pyramidenförmige Berge in Südwestchina, das sind keine Berge, Bro. Das waren bestimmt auch mal miese Pyramiden. So in Bosnien sagen die auch, ist fake, ne? Ist nur ein Berg, Bro. Komm runter.
Hier nochmal aus einer anderen Position. Man erkennt keine Gebäude, keine Steinverarbeitung, keine Struktur wie bei den... Ich kenne keinen Berg, der so zufällig entstanden ist. Ja, Bro, du weißt so, wie es ist. Zufall. Weißt du? Ägyptischen Pyramiden. Hier wurde einfach nur Sand aufgeschüttet, weil es, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts anderes ist als ein Grabhügel. Jetzt verstehe ich auch, warum der Grabhügel von den Behörden begrünt wurde. Hätte man den Sandhaufen sich selbst dem Wind und Wetter überlassen, dann wäre ein großer Teil bereits abgetragen worden. Das ist ein Girl. Ich sag dir, der hat eine Freundin, die ist Chinesin. Könnte mit ein Grund sein, warum der Bruder auf einmal weg ist, ne? Also bei diesem Investigativjournalismus und dann in China noch abhängen die ganze Zeit. Norman, dünnes Eis, Digga. Dünnes Eis. Ich hoffe, dem Bruder ist nichts passiert. Wirklich jetzt. Das ist auch Investigativjournalismus, was wir hier gerade betreiben, ne? Weißt du Bescheid? Hier sieht man, wie porös das Material ist, das aufgeschichtet wurde. Falls Sie irgendwelche chinesischen Behörden zuschauen, das hier ist noch vor dem Zaun. Ich bin nicht rübergeklettert. Ja, genau, mit so einem Spruch kannst du dich auch absichern, mein Jutster. Digi, was du hier in dem Video alles ausgepackt hast, Bro. Vorsicht, Digi, Vorsicht. Im Großen und Ganzen ist diese Pyramide als Grab... Bei seinem letzten Video, was er veröffentlicht, bevor er weg war, kommt das gut hin, Leon. Ja, Digga. Ist eigentlich auch gar nicht lustig, ne? Hast recht. Der hat doch, das letzte Video war in China, Alter. Mit dieser Corona-Sache, ne? Wo sind die ganzen Chinesen hin und so? Hoffentlich ist ihm nichts passiert, sag ich dir ehrlich. Aber vielleicht hat er auch einfach ein Kind gekriegt oder so, kann auch sein. Weißt du? Hat sich ein bisschen zurückgezogen. Der hat sowieso manchmal nur 2-3 Videos im Jahr rausgehauen. Kann schon sein, dass dieses Jahr noch was kommt oder nächstes Jahr dann. Anlage enttäuschend. Ich fand hier nichts Spektakuläres und die anderen, viel kleineren Pyramiden in der Gegend habe ich erst gar nicht aufgesucht. Der Mythos um die große, mysteriöse, weiße Pyramide in China ist somit zerstört. Ja, mit ein bisschen Rumwühlen da an der Wand und so kannst du das jetzt aber auch noch nicht sagen. Weißt du, wer weiß, was da noch drunter ist. In Mexiko zum Beispiel sind in der großen, also in der Chichen Itza Pyramide noch 2 Pyramiden unter der Pyramide. Da müsstest du erstmal mit so einem Sonargerät oder irgendwie so Bohrungen machen, um da richtig tief reingehen und gucken, was da drin abgeht, weißt du, um zu wissen, was da läuft. Irgendwie so ein bisschen an der Wand rumwühlen, das bringt jetzt auch nichts, glaube ich. Die Pyramiden in China haben mich sehr enttäuscht. Dabei sollten genau die der Schwerpunkt dieses Videos werden. Aber egal. Ich habe viel über Land und Leute kennengelernt und konnte auch einen kleinen Blick in unsere dysoptische Zukunft werfen. Eine Zukunft ohne Dollar, eine Zukunft ohne... Ich fand das mies interessantes Video. Bargeld, Homo Digitalis und die totale Überwachung. Die Chinesen nehmen das alles relativ gelassen hin, womit es auch die Europäer akzeptieren und schlucken werden. Seid vorbereitet. So. Seid vorbereitet, meine lieben Freunde. Und schreibt auf jeden Fall auch eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Das war's gewesen mit der miesen China-Recherche von Norman Investigativ. Ich mag den. Ich mag den Norman sehr. Der ist auch ein bisschen funny, weißt du? Der macht das cool und locker. Der hat immer gute Handbewegungen am Start. Also ich kann mich da echt gut reinfühlen in seine Videos. So. Macht immer Spaß, die anzugucken. 33 Minuten verfliegen wie ein 10-Minuten-Video. I love you, meine lieben Freunde. Eure Gedanken, wie gesagt, wie immer in die Kommentare rein. Und jetzt würde ich sagen, peace out. Gang.